So ihr Lieben, ich habe es ja bereits in einem anderen Video schon angekündigt und genau so ist es auch wirklich eingetroffen. Kaum war ich im Urlaub angekommen und habe die wunderschöne Zeit auf den Malediven genossen, genau dann ist der erste Teaser zu Jurassic World Chaos Theory gedroppt worden und seltsamerweise findet man davon irgendwie gar nichts wirklich Offizielles im Internet, also Netflix selber hat den Trailer wohl irgendwie auch nicht auf die offizielle Netflix-YouTube-Seite gepackt, warum auch immer, da habe ich ihn zumindest nicht gefunden, allerdings habe ich mir den Trailer bereits angeschaut und in diesem Video werden wir mal darüber quatschen, was denn da jetzt wirklich alles zu sehen ist. Ja, hier werden wir eine Trailer-Analyse betreiben und ganz ehrlich, ich habe so ein paar Dinge, die ich an diesem Teaser mit euch besprechen möchte, die relativ wichtig sind. Gerade auch in Bezug auf die letzten beiden Videos, die ich hochgeladen hatte, wo ich ja so ein paar Theorien angesprochen habe. Und ey, die Theorien scheinen hier und da dann tatsächlich zu stimmen und wir quatschen jetzt mal über alles, was der Trailer uns verraten hat, über die ein oder andere Sache, die du eventuell übersehen hast und verlieren wir nicht allzu viele Worte. Wir legen jetzt gleich los mit dem Video. Viel Spaß! Bevor wir jetzt aber wirklich in die Vollen gehen, will ich euch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ab jetzt, also ab heute, seit dem Moment, in dem ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, die gesamten Kanäle, auf denen ich vertreten bin, alle komplett Jurassic Park, Jurassic World und Godzilla lastig werden. Ja genau, der Anon Kaijuverse Kanal, auf dem ihr jetzt eben auch hier seid, der wird weiterhin die gewohnten Videos vertreiben, wo wir quasi Analysen machen, Theorien besprechen, die Was-wäre-wenn-Szenarien, quasi die ganzen Videos, wo ich mich eben hier vor den Greenscreen stelle, die werden weiter auf diesem Kanal betrieben werden. Des Weiteren werden sämtliche Reactions, die ich live mit euch auf Twitch halte, ebenfalls die Themen Jurassic Park, Jurassic World, Dinosaurier an sich und eben auch Godzilla und Kaiju behandeln. Das heißt, live auf Twitch schauen wir uns gemeinsam Making-ofs an, Dokumentationen, aber eben auch Videos von anderen YouTubern wie dem lieben Yves vom Moviepilot, wo wir mal reinschauen werden, was der denn wirklich zu den ganzen Jurassic Park oder auch Jurassic World Filmen sagt. Wir werden uns Videos von den Movie-Amps angucken, wo auch die auf Jurassic World Dominion eingehen und sämtliche Reactions, die wir hier live auf Twitch besprechen, die werde ich auf Unknown Kaijuverse Reaction auf YouTube hochladen. Das heißt, auf YouTube gibt es ab jetzt 2 offizielle Kanäle, die sich mit den Thematiken Godzilla, Jurassic Park und Jurassic World befassen. Den Reaction-Kanal habe ich euch mal unten in der Beschreibung verlinkt oder am besten gleich hier oben. Da könnt ihr gerne mal draufklicken und auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr eben, naja, die Reactions mitschauen wollt. Wenn ihr allerdings live mit dabei sein wollt und live ein Teil der Reaction werden wollt, mit mir live über bestimmte Videos von auch anderen YouTubern oder generell von Making-ofs oder von Dokus diskutieren wollt, dann guckt doch bei mir einfach mal auf Twitch vorbei. Den Kanal findet ihr unten in der Beschreibung. Den könnt ihr gerne abonnieren und dann eben auch immer live mit dabei sein. Ich werde versuchen, das Ganze so täglich wie mir irgendwie möglich ist zu handhaben. Das heißt, ja, es wird im Endeffekt jeden Abend für so 1 bis 2 Stunden, wahrscheinlich eher 2 oder länger, wird es einen Livestream geben, wo wir dann eben, naja, diese Themen behandeln und uns Dokus anschauen, alles drum und dran. Ich habe dazu auch bereits einen Community-Post gepostet auf YouTube, in welchem ihr mir Links schicken konntet. Das heißt, ihr könnt mir auch gerne hier unter das Video Links schicken, die wir uns live auf Twitch anschauen. Ganz wichtig hierbei ist zu beachten, dass wenn ihr mir die Links schickt, werden die zwar von YouTube blockiert aus reinem Schutz, denn man weiß ja nicht, was da wirklich für Leute jetzt irgendwelche seltsamen Links zuschicken. Allerdings kann ich diese Links sehen, nur ihr eben nicht. Das heißt, wenn ihr mir Links zuschaut, kann ich mir die schnappen und wir können die live auf Twitch gemeinsam gucken. Tut mir allerdings hier den Gefallen, achtet bitte darauf, dass ihr mir nur Links von YouTube schickt, denn da bin ich eher auf der sicheren Seite, wenn ich dazu Reactions mache. So viel jetzt eben dazu, also ganz einfach, es gibt jetzt nur Unknown Kaijuverse Kanäle, die sich jetzt auch wirklich mit dem Thema Kaiju und Dinosaurier befassen und jetzt sprechen wir einfach mal über den ersten Teaser zu Jurassic World Chaos Theory. In einem meiner beiden letzten Videos sind wir bereits ein bisschen tiefer in die Thematik reingegangen, denn hier wurden bereits erste Leaks preisgegeben und die Leaks, die sich jetzt auch wirklich als wahr bestätigt haben, sind, dass Darius wieder zurückgekehrt ist und dass er wesentlich älter ist als zum Ende von Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5. Das heißt, wir haben jetzt hier definitiv einen Zeitsprung, den wir bestätigt haben. Wenn wir uns den Teaser mal ganz genau anschauen, bemerken wir, dass der dann dennoch zu einem Zeitpunkt zu beginnen scheint, den wir bereits aus Jurassic World Dominion kennen. Und jetzt wird es hier sehr interessant, denn der Beginn des Teasers von Jurassic World Chaos Theory zeigt uns den Moment, in welchem der T-Rex vom Autokino in den Wald wegrennt und
und vom Helikopter verfolgt wird. Ab jetzt geht quasi der Teaser los. Wir sehen, wie der Helikopter in Jurassic World Chaos Theory den T-Rex eben weiterjagt. Wir sehen, wie der Rex dann auf eine Landstraße zu kommen scheint und dort in einen Unfall mit einem LKW verwickelt ist. Und auch das ist eine Szene, die ursprünglich hätte in Jurassic World Dominion landen sollen. Ja, wir haben das Thema Deleted Scenes aus Jurassic World Dominion auch schon behandelt. Das Video dazu habe ich dir mal in der Beschreibung unten verlinkt oder hier oben, wenn das irgendwie noch möglich ist. Und da kannst du gerne mal reinschauen. Da haben wir auch über dieses Bild hier gesprochen. Das sollte ursprünglich eine Szene werden, die in Jurassic World Dominion hätte auftauchen sollen. Allerdings wurde die aufgrund der Laufzeit des Films dann rausgeschnitten oder eben rausgestrichen. Die wurde eben nicht umgesetzt. Und die sehen wir allerdings jetzt hier im Teaser. Was sagt uns das? Zum einen scheinen wir tatsächlich erneut Szenen recycelt zu bekommen, die es eben nicht in den Film geschafft hat. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen negativ an, das Thema, da werden jetzt Szenen recycelt. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ich meine das sogar im positiven Sinne, denn es gibt einige sehr coole Szenen, die rausgeschnitten wurden. Und wenn die nach und nach wieder aufgegriffen werden, in Serien oder in Animationsserien jetzt hier oder auch in Real-Life-Serien, vielleicht mal in der Zukunft, wäre das so eine ganz coole Sache. Zum anderen haben wir hier ebenfalls die Bestätigung, wann die Serie scheinbar zu spielen scheint. Denn laut der offiziellen Jurassic World Website wissen wir, dass Jurassic World Battle at Big Rock, also der Kurzfilm und eben der Beginn von Jurassic World Dominion, in welchem der T-Rex im Autokino auftaucht, dass das relativ parallel zusammenspielt. Ich meine, dass Battle at Big Rock sogar noch ein bisschen früher spielt und dann irgendwann überlappen sich aber dann die Geschichten oder es war andersrum gewesen. Auf jeden Fall spielen diese Geschichten relativ parallel. Und das deckt sich jetzt auch wieder mit dem, was ich in meinem Theorievideo bereits gesagt habe, dass ein Leak behauptet hat, die Geschichte von Jurassic World Chaos Theory setzt zu dem Zeitpunkt von Battle at Big Rock an. Also es scheint wirklich zu stimmen. Ja, das würde zumindest hier in dem Teaser passen, denn es sieht wirklich danach aus, dass wir hier eben einfach die Szene gezeigt bekommen, die nach dem Intro von Jurassic World Dominion passiert, also quasi wo der T-Rex sich im Wald versteckt und der Helikopter ihm hinterherjagt. Ebenfalls wird jetzt hier der Titel eingeblendet, A New Era of Chaos Begins. Und hier bin ich ganz kurz stutzig geworden, denn es flackert ja schon seit einiger Zeit im Internet das Gerücht rum, dass der nächste Jurassic-Titel nach Jurassic Park und nach Jurassic World Jurassic Era sein könnte, also die Jurassic-Ära. Und das könnte so ein Hinweis darauf sein, ich meine, das muss natürlich nicht der Fall sein, der Satz, eine neue Ära des Chaos beginnt, kann nur einfach auf die Chaos-Theorie bezogen sein. Allerdings bin ich hier ein bisschen stutzig geworden und ich denke, man könnte eventuell tatsächlich mit diesem Titel arbeiten, denn die Ära des Chaos bezieht sich ja auf einen gesamten Zeitraum, auf eine Ära, die haben wir so in Jurassic World Dominion nie gesehen. Das war keine Ära, in Jurassic World Dominion haben wir mehr das Chaos in Form von diesen Heuschrecken gesehen, die ja dann aber auch, naja, schon im Film aufgelöst wurden. Es könnte sein, dass die Serie Jurassic World Chaos Theory uns nun auf die neue Ära des Chaos vorbereitet, denn Leaks besagen ja auch, dass Staffel 1 von Chaos Theory quasi den Zeitraum decken soll zwischen Jurassic World Fallen Kingdom bis hin zu der Geschichte von Jurassic World Dominion, die ja auch mit aufgegriffen werden soll, quasi parallel zur Handlung. Und ab Staffel 2 soll dann eben eine Brücke für kommende Filme gebaut werden. Das sagen die Leaks, sind eben auch nur Theorien. Das würde aber eben dann dazu passen, dass wir jetzt auch hier den Beginn des Chaos erst wirklich mitbekommen. Des Weiteren sehen wir nun auch endlich Darius hier im Trailer, der natürlich sichtlich gealtert ist und seinem Bruder sehr ähnlich sieht, was ich sehr cool finde, dass man sich hier auch irgendwie an dem Design noch so ein bisschen an Veränderungen vergriffen hat. Man würde Darius so vielleicht gar nicht mehr wiedererkennen. Deswegen haben sie hier auf einen Jurassic-Trick zurückgegriffen, den sie auch bei Dr. Ellie Sattler angewandt haben. Sie haben ihm wieder dieselbe Kleidung verpasst wie auch davor, damit der letzte Dulli wieder versteht, dass das Darius ist. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Man hätte ihn auch einfach aus dem Auto aussteigen lassen können. Da hätten die Fans vielleicht nochmal so ein bisschen spekulieren können, wer das ist. Denn er hat sich natürlich optisch jetzt sehr verändert. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Jahre das jetzt sein sollen, die ins Land gestrichen sind. Allerdings ist Darius nun schon mindestens volljährig. Zumindest fährt er auf jeden Fall schon Auto. Also seinen Führerschein scheint er schon zu haben. Und wir sehen, wie er durch eine Waldlandschaft hindurch
durchfährt und plötzlich dreht sich der komplette Wagen von ihm einmal um. Er steigt aus und guckt bedeutungsschwanger ins Nichts herein. Das könnte der Moment sein, in welchem Darius die Nachricht von der Entführung von Brooklyn bekommt. Denn der Leak, über den wir jetzt schon öfter gesprochen haben, sagt ja ebenfalls auch, dass in einem Vorfall in dem Lockwood-Anwesen, dass wir dort sehen sollen, wie Brooklyn von einer Sayona Santos, die wir aus Jurassic World Dominion bereits auch schon kennen, entführt wird. Zumindest soll es irgendwie einen Zwischenfall geben. Und die Atrociraptoren sollen ja später auch nochmal eine Rolle spielen. Von denen haben wir jetzt hier gar nichts gehört. Was wir hier aber gehört haben, ganz zum Schluss vom Teaser, ist eine sehr wichtige Sache. Das Lockwood-Anwesen scheint hier eine relativ große Rolle zu spielen. Und ich habe in meinem letzten Theorie-Video bereits eine Theorie von mir selber geäußert, dass möglicherweise der Indoraptor nochmal eine Rolle spielen könnte. Und dass Sayona Santos möglicherweise DNS vom Indoraptor benutzt, um die Atrociraptoren zu erschaffen. Denn auch hier besagt der Leak, ja, die Atrociraptoren werden innerhalb der Serie Chaos Theory erst hergestellt. Die sollen eben ein Riesenteil der Serie werden. Zum Schluss hören wir dann die Musik, die wir eben auch aus Jurassic World Fallen Kingdom kommen. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, was für ein Thema diese Musik am Ende des Teasers ist. Es ist tatsächlich das Indoraptor-Theme. Dieses Theme ist extra für den Indoraptor geschrieben worden. Ich habe mir zuallererst gedacht, okay, sie spielen jetzt dieses Lied ein, damit wir wissen, okay, diese gesamte Serie behandelt wohl eher noch Fallen Kingdom als Jurassic World Dominion, aber das stimmt ja wohl so auch nicht ganz. Und dann hat mir jemand von euch geschrieben, Tobi, ist dir eigentlich aufgefallen, dass das Indoraptor-Theme ist? Und ich habe mir dann kurz Google aufgeschlagen, habe das Ganze mal nachgeschaut und ja, tatsächlich, dieses Theme wird wirklich auch als Indoraptor-Theme betitelt. Das wurde nur für diesen Hybriden geschrieben. Und es ist auffällig, dass sie genau diesen Soundtrack noch einmal benutzen am Ende des Trailers. Möglicherweise wird hier ein bisschen viel reininterpretiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man das Ganze clever angeht, man hier schon wirklich so einen kleinen Teaser in die Richtung gegeben hat. Wird der Indoraptor wieder zurückkommen? Ich glaube irgendwie nicht. Allerdings werden sie eventuell noch einen weiteren Hybriden aufbauen, aus verschiedenen Gründen. Die Hybride sind irgendwie Teil von Jurassic World generell. Es gibt natürlich auch immer den Hintergrundgedanken, wie können wir neues Merchandise einführen. Die Atrociraptoren zum Beispiel, die kennen wir bereits aus Jurassic World Dominion. Die gibt es hier auch schon als Spielfiguren, also müssen wir irgendwas Neues einbauen. Es könnte wirklich sein, dass wir hier einen weiteren Hybriden geliefert bekommen. Erinnern wir uns nämlich mal daran, was ganz am Anfang der ursprünglichen Planung zu dieser Serie gesagt wurde. Dass eine gewisse Sydney, die nun scheinbar aber aus dem Skript gestrichen wurde, dass die in einen Vorfall mit einer Kreatur verwickelt sein sollte. Nicht mit einem Dinosaurier, mit einer Kreatur war hier die Rede. Und damals habe ich schon gesagt, ich könnte wetten, dass wir hier einen neuen Hybriden geliefert bekommen. Das Ganze scheint nun irgendwie doch in die Richtung zu gehen. Ob ich jetzt wirklich recht hatte oder nicht, das bleibt noch abzuwarten. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gehypt auf die Serie. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hast du Bock da drauf? Hast du die Jurassic World Camp Cretaceous Serie gesehen? Nur ganz kurze Info auch dazu, falls du die Serie nicht gesehen hast. Ich werde auf meinem Reaction-Kanal ebenfalls meine Reactions hochladen, wo ich mir die gesamte Serie episodenweise nochmal anschaue. Also die Camp Cretaceous Serie werde ich mir episodenweise nochmal anschauen und werde Reaction zu jeder Episode auf dem Reaction-Kanal hochladen. Auf diesem Kanal hier, auf dem Hauptkanal, werde ich dann auch episodenweise jede Episode mit euch besprechen. Von Staffel 1 bis Staffel 5, das wird noch sehr witzig werden, komplett durch jede Episode, um das Ganze mal so ein bisschen aufzubauen und auch vorzubereiten. Bis eben dann irgendwann nächstes Jahr Jurassic World Chaos Theory rauskommt. Wie gesagt, schreibt mir eure Gedanken dazu mal in die Kommentare unten rein. Für heute bin ich raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.